Generationenübergreifend. Im Krippenspiel stehen Hobbysänger vom Kindes- bis zum Rentenalter zusammen auf der Bühne. Klassische Einsteigerrollen sind die Engel und die Hirten. Foto: Sebastian Latzke. Seit 2009 veranstaltet Sängerin Christiane Heinke mit dem Verein Kultraum jedes Jahr ein Krippenspiel im Heizhaus. Damit brachte sie eine Familientradition, deren Wurzeln inzwischen über 90 Jahre zurückreichen, in die Gemeinde. Klein Machnow, als sie zum ersten Mal einen der Engel im Krippenspiel darstellte, muss sie so etwa 3 Jahre alt gewesen sein, sagt Christiane Heinke. In meiner Familie wuchsen wir da einfach hinein. Vor 8 Jahren brachte die 51-Jährige, die gebürtig aus einem Dorf in der Nähe von Hannover stammt, die Familientradition nach Klein Machnow. Jedes Jahr am 4. Advent treten rund 40 ehemalige Gesangsschüler, Familienmitglieder und Bekannte von Christiane Heinke im Heizhaus auf, als Engel, Hirten, Heilige Drei Könige, Maria und Josef. Rund 700 Zuschauer besuchen die 5 Vorstellungen, die über das gesamte Adventswochenende verteilt werden. Ausnahmsweise fand das Krippenspiel in diesem Jahr am 3. Advent statt, da auf den 4. Jahr bereits Heiligabend fällt. Christiane Heinkes Urgroßmutter, die mit einem Pfarrer verheiratet war, veranstaltete die ersten Krippenspiele in den 1920er Jahren, damals noch im heimischen Wohnzimmer. Der Grund war wohl, dass sie den Kindern der Gemeinde nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs etwas Schönes bieten wollte, sagt Heinke. Die Urgroßmutter fing mit der Hirtenszene an, später kamen mit der Suche Marias und Josefs nach der Herberge und den Heiligen Drei Königen immer mehr Teile des Krippenspiels zusammen. Die Urgroßmutter hätte sich aus mehreren Krippenspieltexten bedient, hier mal einen Dialog und da mal ein Lied übernommen, sagt Heinke. Die Fassung, die daraus entstand, ist bis heute unverändert geblieben. Nach der Urgroßmutter übernahmen die Großmutter und später Christiane Heinkes Mutter die Organisation des Krippenspiels. Seit 2009 ist sie es nun selbst, die dafür sorgt, dass jedes Jahr kurz vor Weihnachten Engel, Hirten, Könige und Maria und Josef auf der Bühne stehen. Die Sängerin und Gesangspädagogin zog 2001 mit Mann und Kindern von Berlin nach Klein Machnow. Ich war immer ein Dorfkind und als wir Eltern wurden, wuchs in mir der Wunsch, wieder ländlicher zu wohnen. Enttäuscht war Heinke jedoch zunächst von der Kleinmachnower Kulturszene, es lebten so viele Künstler und Sängerkollegen von mir hier, aber es gab damals kaum Veranstaltungen, erinnert sie sich. Und machte sich, ganz in der Tradition der Heinke-Frauen, daran, dies zu ändern. Bald gab es erste kleine Konzerte in Wohnzimmern, wie einst bei der Urgroßmutter. Schließlich gründete sich der Verein Kultraum, dessen Vorsitzende Christiane Heinke ist, und der bei Finanzierung und Organisation des Krippenspiels eine große Stütze ist, wie sie sagt. Als sie 2009 von ihrer Mutter übernahm, hatte sie jedoch auch viel Unterstützung von beiden Elternteilen, so Heinke. Die hatten das Krippenspiel zuletzt im niedersächsischen Buckenem in der Scheune eines Gutshauses veranstaltet, die ein Bekannter ihnen zur Verfügung stellte.